Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bim und Gabriel am Start mit einer weiteren Folge Pokémon Showdown. Ja, in der letzten Folge haben wir diese ganzen Trainer hier oben bekämpft, diese Meute, die auf uns gewartet hat und uns unsere Pokémon nehmen wollte. Sie haben keins geklaut und was wir jetzt machen werden ist, dass wir hier ein kleines Pokémon fangen werden. Ja, tatsächlich, wir werden ein Pokémon fangen und ich lasse einfach mal laufen. Ich bin gespannt, welches erscheinen wird. Ein Habitak. Definitiv nicht das richtige Pokémon für Razor. Für Cubey auch nicht unbedingt. Ich glaube, der Bahnpirat ist in diesem Fall der richtige Wechsel. Pursuit. Es hat uns predicted. 69 HP. Razor, ist das dein Ernst? Anscheinend ist das dein Ernst. Ja, wir gehen auf jeden Fall für Sonic Boom und hoffen, dass es kein Twilight K.O. wird. Das ist perfekt. Wirklich perfekt von dem Schadensoutput her. Wir können nämlich sicher sein, dass wir ihn... Nice. Okay, das ist definitiv gefangen jetzt. Ein Superball mehr sollte nicht wirklich drin sein, dass dieses Pokémon gefangen wird. Zwar die paar AP noch, aber... mehr wirklich nicht, nee. Sehe ich wirklich nicht, dass es mehr als diesen einen Superball hernehmen wird. Es ist paralysiert im roten Bereich von den HP. Sollte sehr, sehr zu unseren Gunsten sein. Und ihr seht auch, wir haben es gefangen. Und haben leider immer noch kein Kampf-Pokémon gefangen. Ha, komisch. Ja, wir haben einen kleinen Namen für dieses Habitak. Ich habe mir schon einen ausgesucht und ich werde ihn ganz kurz suchen. Bis gleich. So, ja, hier bin ich wieder. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich den Namen nicht falsch schreibe. Nämlich Mansal war der Name. Und ja, der wird in Box 1 platziert. Ich versuche hier wieder rauszukommen und bin ganz kurz im Pokémon Center. Ihr kommt sogar mit. Ich glaube... das ist der beste Weg, jetzt einfach euch kurz mitzunehmen, um nicht wieder schon wieder pausieren zu müssen. Sonst hätte ich für ungefähr 5 Sekunden endpausiert gehabt, wäre ganz kurz aus dem hohen Gras rausgefahren. Nee, das will man ja auch nicht machen. Da dürft ihr dieses Mal zum Pokémon Center mitkommen. Und beziehungsweise das tue ich euch an. Und ja, wir werden ein bisschen mit den Fahrrädern, werden wir ein paar Türchen machen weiter. Natürlich ein paar Adventstürchen, ne? Wir haben den Adventskalender nämlich auf der Fahrradstrecke verloren. Und wir werden hoffentlich gewinnen gegen die Trainer, die hier, denen wir hier eine Konfrontation leisten. Ich bin mächtig stolz auf mein Bike. Kiddo, komm schon. Ja, ich komm doch schon. Aber es ist halt nicht unbedingt normal, weißt? Genau. Ja, er hat einmal Scholo. Das ist kein Problem für unseren Cubey. Das haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Es kann nämlich zu 100% kein Steinhagel lernen, beziehungsweise keine Steinattacke. Definitiv. Und ja. Das wird dann wahrscheinlich wieder ein Twilight K.O. mit einem Windstoß. Es ist nämlich sehr windig bei uns in der Gegend. Und da kann schon mal ein kleines Mascholle... ich meine, es ist nicht groß. Es geht zwar pumpen. Aber wenn ein fünfjähriges Kind pumpen geht, wisst ihr ja selbst, werden sich keine Muskeln aufbauen. Deswegen, das Mascholle fliegt weg von unserem Windstoß, wird trotzdem umgepustet. Und liegt auf dem Boden und rennt zu Mama. Ja, was... das ist schon ein bisschen ein kleines anderes Kaliber. Dieses Machomai. Oder Machomai. Kann Seismic Toss. Ist in Ordnung für uns. Ist aber trotzdem ein 3-Hit-KO. Und dieses Machomai wird dann wahrscheinlich auch gone werden. Versucht unseren kleinen Käfer mit einem Karateschlag zu töten. Allerdings haben wir so ein hartes Exoskelett, das... oder wir fliegen ihm einfach auch ins Auge, das kann natürlich auch sein, dass wir es einfach ausnocken und fast ein Level absteigen. Wow. Also das muss man
zugestehen, es ist einfach mächtig. Es ist mächtig. Ja, wir werden auf jeden Fall hier... Es gibt kein schnelles Reichwerden im Kämpfen, Junge. Okay. Okay. Das ist mir jetzt neu, definitiv. Und mir das von einem Glatzkopf sagen zu lassen, ist schon heftig, ne? Ist schon heftig. Ja, und Razor ist leider wieder die falsche Adresse. Wahrscheinlich hier generell in dieser Pampa. In dieser Gegend. Wahrscheinlich wird er auch wieder besser werden, sobald wir in eine Höhle kommen. Da wird wahrscheinlich Cubey plus unser guter Razor. Die werden wahrscheinlich dann... Ja, die MVPs werden und die ganze Höhle solon. Das sehe ich einfach mal so voraus. Haben noch 16 Supertränke, die sollten für diese Route noch reichen. Und danach haben wir eine Rettung in Form der nächsten Stadt. Und na, ich bin immer noch dafür, dass wir noch einen Supertrank nehmen. Da wir eben die 50 Punkte komplett auskosten können, die schmecken nämlich lecker. Und eben, falls er einen kritischen Treffer mit einer Kratzfurie bekommen sollte, wäre das auch sicherlich gut, dass wir unseren Trank benutzt haben. Ja, ein kleiner Windstoß sollte dieses Venki, ja, eigentlich wollte ich sagen ausnocken, aber 69. Das war beabsichtigt, dass wir jetzt auf 69 HP kommen wollten. Um ihn eben mit einem Ruckzuckib auszunocken. Ich glaube, mit dem nächsten Pokémon, was ein Drassaf bestimmt sein wird. Ja, es wird ein Drassaf sein. Da bin ich sogar gespannt, ob es nicht eine Steinattacke kann. Muss ich zugeben. Aber wir haben die 69 auf unserer Seite. Es wird ein Twit KO. Und Rage sollte uns so gut wie keinen Schaden machen. Sind leider von der 69 runter. Aber ein Windstoß plus ein eventueller Ruckzuckib sollten auf jeden Fall in der Lage sein, dieses Razzaf auszunocken. Brauchen nicht mal den Ruckzuckhieb, die Nötigkeit war nicht vorhanden. Und wir sind mit 89 AP jetzt auf Level 30. Haben den Raoul besiegt. Der ist eigentlich schon... Wo ist denn der eigentlich? Ja, der ist schon tot. Der ist in die Luft geflogen. Lass Voltorb dich elektrifizieren. So, jetzt. Sehr schweres Wort. Ich glaube, er hat ein Voltoball. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oh mein Gott, ein Voltoball. Diese Überraschung. Ich glaube, ein Fury Cutter ist in dem Fall die richtige Attacke. Wir wissen aus Sicherheitsgründen, dass dieses Voltoball ist. Dieses Voltoball ist über Level 27. Das heißt, die Gefahrenzone ist da. Aus dem Grund ist Mario definitiv unser bester Wechsel. Und bei minus 2 ist, glaube ich, bitte sag mir, dass Cubey ist bei einem dezenten Amount von HP. Deswegen werde ich wieder reinwechseln und ihn eben, falls er zu einer Elektroattacke geht, haben wir definitiv den falschen Wechsel gemacht. Er geht allerdings zu einem Kreischer, das ist sehr gut für uns. Ja, das heißt, Cubey sollte nicht mehr reingewechselt werden. Wechseln wieder zurück zu Magnine. Wir wollen nicht bei minus 2 sein, falls er explodiert. Das, ja, wäre nicht die richtige Wahl, definitiv nicht. Sonic Boom, jetzt. Ich verstehe dieses Voltoball nicht, aber nun gut. Werden wir es beißen? Ja, wir werden es beißen. Sollte ein Twit KO sein, hoffentlich. Sollte sogar fast ein One-Hit-KO sein. Ist auch gut. Akzeptieren wir, sobald oder soweit es keine Custard Berry hat, sollten wir auch schneller sein als dieses Voltoball und es ausnocken. 213 HP gibt das jeweils für uns. Das nächste Voltoball ist bereit. Wir beißen es einmal. Die Chance, dass es explodiert, ist nämlich sehr gering und wir knocken es clean aus. Clean. Ja, haben Nikolas besiegt. Der wurde ein bisschen geebnet. Und zwar in den Boden gestampft. Da ist nämlich nichts Nettes dran. Ich habe meine Pokémon aufgelevelt, aber sie wollen nicht entwickeln. Wieso? Ja, jetzt kommen dann wahrscheinlich so Sachen wie schon entwickelte Pokémon oder der Glatzkopf, der sie die ganze Zeit schlägt. Ah, oder eben das. Wir haben ein kleines Pokémon, ja, hier, in Form von Cubey, das dieses Mashok auf jeden Fall tanken wird. Das wird getankt. Und zwar, wie das getankt wird, da kann es auch für einen Vital Throw gehen, kann es für jegliche Attacke gehen. Kampf berührt uns nicht.
Ja, zwei Windstöße sollten nicht unbedingt in der Lage sein, das auszunocken. Wow. Wow. Das hat keinen Schaden gemacht. Aus dem Grund, dass Machomai, das Machomai, es ist nämlich ein großer Macho, war Level 29 und das ist einfach Level 33 und macht einen Haufen Schaden. Ja, das ist einfach so. Auch schön, wie mir gerade auffällt, dass wir unser Blanas eigentlich. Wir hatten so viel Ärger damit, es aufzutrainieren. Und dann, was hat es gemacht? Genau, es ist einfach gestorben. Ist schön. Ist schön. Hatten gerade Synthese gelernt, was macht das Voltoball oder was es auch immer war, es explodiert einfach. Schön, wundervoll, einfach wundervoll. So, das Maschok geht wieder für einen Geowurf. Und wir können für eine weitere Gast gehen. Windstoß, gone. Tja, hätte er mal lieber gleichzeitig mit dem oberen Glatzkopf getauscht, dann wären beide entwickelt, ne? Der obere hat ja einen Machomai, deswegen, oder ein Machomai, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt. Machomai, Machomai, Machomai ist alles Richtige, glaube ich. Obwohl Machomai wahrscheinlich noch die falscheste Variante ist. Sei ein Rebell, ich bin schon ein Rebell. Schau doch meine blauen Klamotten an, alle anderen sind rot. Ja, er hier hat ein Razzaf. Wieder einmal, ich glaube, Kyubey liebt diese Route. Ich glaube, Kyubey ist trotzdem unser bester Wechsel. Mit 69 KP werden wir bestimmt gekrittet, weil wir nicht angreifen. Und 69, bei 69 können wir sicher sein, dass es immer einen Crit gibt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kyubey, 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 Kyubey. Nein, Kyubey. Kyubey hat das getankt noch. Kyubey ist einfach ein defensives Monster. Natürlich nur wegen seiner Intimidate, aber es geht hier ums Prinzip, ja. Es geht hier einfach ums Prinzip. Sogar 5 Hits hätten wir getankt, soweit es natürlich keinen Crit gibt. Ein Crit kann es immer geben und dem müssen wir uns bewusst sein, dass das jederzeit passieren könnte. Es geht für einen Geowurf. Wenn es für einen Geowurf gegangen wäre, dann wären wir, glaube ich, auch recht tot gewesen. Ich glaube, 5 mal 5, das waren 25, wir hätten mit 2 AP überlebt, wir wären tot gewesen. Das war ein sehr riskanter Zug von unserer Seite. Reza wird Level 29 und versucht, Laubklinge zu erlernen. Wahnsinn. Nice. Ich glaube, Ruckzuckhieb wird jetzt in dem Fall recht überflüssig werden. Ich rechne nämlich damit, dass Reptile und vor allem Gewaltrot ziemlich schnell sind mit 120 Base Speed. Dass wir da nicht wirklich viele Sachen an den Kopf geworfen bekommen, die schneller sind. Und es gibt ein paar Sachen, die schneller sind, die wir auch spontan einfallen, sprich Voltoball und X-Bat. Aber beide, wirklich beide, für beide haben wir ein Play, nämlich gegen Elektroball werden wir so oder so auswechseln zu unserem, wie heißt es? Zu unserem Mario, zu unserem Magnayan. Und bei einem X-Bat werden wir Gleiches tun. Eben, weil wir Angst vor den Step-Attacken haben. Und ja, das kann man mal machen. Priorität sollte er nicht haben, deswegen ein weiterer Windstoß. Das Maschok ist gone. Ja, wir sollten Level up werden, nicht ganz. Haben aber Cory besiegt, der vor Schmerzen am Boden liegt und weint. Er weint wie ein kleines Kind. Bitter, wirklich sehr, sehr bitter für ihn. Ja, unser Kyubey kriegt einen Supertrank, der kriegt natürlich ein bisschen extra Behandlung als unsere einzige Kampfresistenz. Und wir sind sogar schon unten angekommen. Hier wurde das Ganze gedreht. Oh, ja doch, hier wurde das Ganze gedreht. Und da ist dann schon das Ende der Route. Nun gut. Oh, ja, wir werden jedenfalls zuallererst weiter nach oben reiten mit unserem Fahrrad. Ja, mit unserem. Wow, das war knapp. Ich will nämlich zuerst hier oben diese beiden Wege abfrühstücken. Ich weiß, da gibt es nicht wirklich was zu holen, aber. Oh. Okay, das war der linke. Und ich werde erstmal ganz hochfahren, bevor wir, ja, die restlichen Trainer annehmen. Ich pausiere nicht aus dem Grund, da jederzeit ein Trainer kommen könnte. Und sobald wir dann links runterfahren, ich glaube, hier kommt ein Trainer, vielleicht in der Mitte. Vielleicht ist es auch der Cheatweg und da kommt einfach kein Trainer. Das könnte auch definitiv der Fall sein.
Oder ist es halt wirklich der Cheatweg und es kommt kein einziger Trainer? Okay, damit können wir aber auch leben. Da oben ist allerdings schon der erste, dich haben wir schon. Und weiter oben kommt schon das Normale. Ja, wir lassen dann einfach mal laufen und spielen gegen den Trainer. Bist du nach Elemis unterwegs? Nee, ich tue nur so. Ich war einfach zum Sport ein bisschen rum. Und deswegen habt ihr mich auch hier noch nicht gesehen. Ich fahre hier nämlich täglich vorbei, ne? Genau, genau. Ja, dieses Smogmog ist definitiv falsch bei uns. Wir haben nämlich Mario und der wird sowohl eine Explosion tanken, als auch jede andere Attacke, die dieses Smogmog an unseren Kopf werfen will. Es sollte also nicht unbedingt ein großes Problem sein. Dieser Rauchball, dieser Accuracy Drop ist einfach madig. Es ist einfach matig. Und es macht auch noch weiter. Ich krieg die Krise. Mit dieser Art von Pokémon kriege ich einfach die Krise. Es macht einfach keinen Spaß, gegen solche Art von Pokémon zu kämpfen. Und es vergiftet uns. Es spielt mit schmutzigen Taktiken. Im kompetitiven Pokémon, da kann man damit umgehen, ja. Aber in-game nicht wirklich. Aus dem Grund, dass ich nicht wirklich was gegen Stall hab. Und ja, Verhöhner haben wir glaube ich nicht mal als DM. Bitte Biss kommt durch. Ja, der Biss kommt durch. Dieses Smogmog ist gone. Mario wird nicht ganz Level up. Das habe ich schon predicted, richtig. Das hier haben wir ein Smogon. So, und was werden wir jetzt machen? Wir werden definitiv. So. Schauen wir mal, wie viele defensive Cube hat. 59 und 44 defensive. Ich glaube, alles in allem ist Cubate trotzdem noch defensiver. Nein, weil Top Percentage Level. Na, das macht ja nichts an den Werten aus. Egal, wir wechseln zu Top Percentage und werden dann für den Hyperzahn gehen. Hoffentlich werden wir nicht vergiftet. Wenn er uns vergiftet, dann werden wir definitiv wieder zurück in die Stadt fahren. Da uns die zwei Antidotes dann doch ein bisschen zu kostbar sind. Gehen für einen Hyperzahn und wahrscheinlich wird das auch dieses Smogon ausnocken. Ja. Hervorragend. Kriegen 300 Erfahrung. Mario wird sogar Level 39. Das ist lächerlich, wie hoch dieser Typ ist. Und ein weiteres Smogmog. Wow. Wir gehen für einen weiteren Hyperzahn. Ich hoffe einfach mal, gerade im Moment, es wird nicht eine Explosion haben. Und ich hoffe jetzt ebenfalls, dass wir mit unserem Hyperzahn connecten. Wir connecten, hervorragend. Das ist gone. Dieses Smogmog ist gone. Und dieser Typ ist extrem nervig. Wirklich extrem nervig. Haben Virgil besiegt. Kein Wunder, ist der Bruder von Dante. Wer nicht weiß, an was für ein Spiel ich anlehne, Devil May Cry. Devil May Cry. Die Dreier Special Edition, um genau zu sein, von dem her kenne ich Virgil. Da konnte man als er spielen. War ziemlich cool. Ich glaube mal, dass das Gift kein Pokémon von uns ausnockt. Hoffe ich jedenfalls. Und jetzt, nein, es hat kein einziges Mal mehr Giftschaden gegeben. Von dem her akzeptiere ich das mal einfach. Und hoffe, dass wir jetzt nicht mehr vergiftet werden und nicht mehr zurückfahren müssen. Zum Pokémon Center. Auf jeden Fall werde ich in dieser Folge noch den Fahrradweg komplettieren. Da waren wir schon zu lange drin. Und ja, immer wieder die gleichen Pokémon sind ja auch nicht allzu interessant. Bei anderen Routen haben wir wenigstens Abwechslung, was die Pokémon betrifft. Aber hier in der Fahrradroute hat man effektiv eigentlich immer. Da war sogar der Voltoball-Typ schon eine Abwechslung. Sie haben effektiv Kampf-Pokémon und Gift-Pokémon. Wir sind Biker. Wir regieren die Straßen, man. Wir sind Dan the Man. Dan the Manectric, das Voltenso, das Mega Man. Und er hat ein Slimog. Level 33. Das ist ein bisschen komisch, ist das. So, ich glaube, Mario ist unser bester Wechsel. Einfach weil er so viel. Er hat einfach durch Bedroher, durch seine guten Defensivstats, sowohl Spezial als auch. Oh Gott, nein. Er fängt mit den Taktiken an. Wir brauchen unbedingt eine Attacke, die durch diese Art von Spiel geht. Wir paralysieren ihn, das ist hervorragend. Wenigstens
kann er manchmal paralysiert werden. Das ist hervorragend. Und bitte vergifte uns nicht. Wir connecten schon wieder. Das ist hervorragend. Oh Gott, es fängt wieder an. Holy crap! Willst du? Ah! Vorbei, ihr könnt mich einliefern, ich stehe auf und gehe jetzt einfach. Na, oh, verdammt. Ich stehe jetzt wirklich gerade vor der Tür. Leider reicht mein Kabel von meinem Headset nicht weiter, aber... Ah, oh. Oh, das ist so nervig, das ist so nervig. Nein, wir haben verloren wegen diesem Scheißmack, ey. Ich krieg nen Rappel. Kriegt es nen Crit? Ist bei plus 3 effektiv von den Stats dann. Ey, das ist ja... Plus 3 und doppelter Schaden, das war zu viel für uns. Set. Ah, wir haben unseren sichersten Wechsel verloren. Und bitte, Set, connecte einfach. Dankeschön. Und er ist immer noch nicht tot. Mm, dieses Pokémon, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Dieses ekelhafte Slimog. Das ist richtig ekelhaft. Mario hätte ihn für Tage getankt. Wirklich für Tage. Aber es musste ja überleben. Und musste durchkommen, musste uns kritten. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. 69 HP. Mario. Verfolge das, dieses Ding. Dieses Etwas. Gone. Ah. Ich bin richtig verärgert, muss ich zugeben. Ich bin richtig verärgert. Blöder. Das ist ein Arschloch. Anders kann man es nicht sagen, es ist ein Arschloch. Das ist die Definition eines Arschlochs. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir müssen sogar noch ein Antidote hernehmen. Dieser Typ, das ist... Und wir müssen Mario beerdigen. Wir müssen Mario beerdigen. Das ist... Es ist kein Teich mehr. Es ist einfach kein Teich mehr. Mario, Level 39, unser Ass im Team. Gekrittet. Und... Nee. 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 Ich bin durch. Ich bin durch für dieses Let's Play. Ich sehe hier drin kein Pokémon, das es wirklich verdient hat zu leveln. Wir haben schon ein Flug-Pokémon, das wird der Ersatz für unser Tauboga, beziehungsweise Taubos. Das ist der Ersatz für unser Voltoball. Das ist der Ersatz für unser Reptile, wenn es tot ist. Und das ist unser Ersatz für unser Radikal. Wir haben für jedes Pokémon einen Ersatz, außer für unser... Ja, für unseren... Für unser Gewaier und für unser Maskeregen. Und für unseren Tank.
Das wirft uns natürlich jetzt sehr zurück und müssen weiter leveln. Wir müssen, also das wird uns jetzt sehr zurückwerfen und dieser Tod kam überraschend. Ich werde auch in der im Folgentitel nichts damit schreiben oder dazu, was irgendwie darauf hinweist. Es wäre einfach, wow. Es ist einfach, ich bin geschockt. Ich bin einfach geschockt. Ich kann nichts anderes sagen. Ich werde sogar jetzt nichts übersetzen. Ich bin einfach nur noch geschockt. Es macht mich etwas fertig, dass wir jetzt unser... dass wir Mario verloren haben. Es ist einfach schlimm gerade im Moment für mich. Und ich trauere dem Pokémon wirklich hinterher. Magnine ist ein gutes Pokémon. Ich habe Magnine auch in meinem Oras-Team. Und... ja, effektiv ist jetzt Cubey unser... unser Tank ist, unser Pokémon, das am nächsten an den Tank hinkommt. Und... ja, wir haben effektiv keine Steinresistenz mehr wirklich, weil sie immer Mario war. Wir haben effektiv auch keine... wow, sie ist Mankey schneller, das muss Jolly sein, das muss plus Speed sein. Wir haben effektiv keine Resistenz mehr für irgendwas. Mario war der Switch-In für so vieles. Einfach durch seine, durch seinen Bedroher. Diesen Platz muss jetzt wohl oder übel Cubey einnehmen und wenn Cubey auch noch stirbt oder sterben sollte, dann sind wir im ganz tiefen Shit sind wir dann. Weil dann haben wir nichts mehr. Dann haben wir wirklich keinen Switch-In mehr und müssen wirklich hardcore trainieren. Aber solange Cubey noch bei uns ist, sind wir in Ordnung. Sind wir gut? Wir haben Cubey. Ein Karateschlag sollte uns auch nicht allzu viel Schaden machen. Keine Ahnung, warum dieses Mankey vorhin so viel Schaden gemacht hat. Ein Rückzug-Hieb. Einfach, dass wir auch eine abwechslungsreiche Attacke haben. Kriegen 1000 Erfahrung. Und das nächste wird wahrscheinlich wieder ein Masholo. Ein Windstoß. Sollte da auch genug sein. Wir sind 5 Level höher. Nein, nicht ganz. Masholo ist halt doch ein bisschen bulkiger als das andere Pokémon. Ich glaube, ich werde ganz kurz wieder pausieren und zurückfahren ins Pokémon Center. Einfach, da wir es nicht mehr riskieren können. Unser Geld wird wahrscheinlich auch ein bisschen schneller jetzt runtergehen. Und ja. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und fahren den weiten, weiten Weg hinunter. Zwei Trainer sind noch da, sofern ich das weiß. Der untere hier und das war's dann auch schon. Der Typ hier oben, der noch ein bisschen hier rumkurft. Und nettes Fahrrad. Wie kann man es handhaben? Oh Gott. Also. Ne. Ah, wir haben keinen Switchen mehr gegen dieses Monster. Ah, das ist blöd. Barmpirat, das musst du jetzt handeln. Level 30er Barmpirat, bitte explodier nicht. Smokescreen, ah, das verringert nur noch die weitere Genauigkeit von unserem Donner. Donner, bitte, triff. Nice. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber auch, eine Donner-Attacke als spezielle. Nice. Bahnpirat stellt sich... was? Er darf noch angreifen? Wow. Bitte, Spark. Er connected. Bahnpirat ist auch sauer. Ja, das ist auch sauer einfach. Auf diesen Typen mit seinem Mack. Wir sind generell sauer auf Gifttypen. Einfach jetzt. Ein Mack. Wir wechseln zuerst zu Cubey. Um bei diesem Mack eben den Angriff zu senken. Und werden sofort, falls er für irgendwas, das Kreischer ähnlich ist, geht. Natürlich für Minimize. Er hat uns noch nicht ver... ich will nicht riskieren, dass er uns verletzt eben. Ich glaube, Tapper Sandage ist unser bester Wechsel gerade. Da ist eben mit Hyperzahn die beste Attacke hat. Kreischer. Ist zu riskant gerade im Moment. Wir wechseln zurück zu Cubey. Wenn es uns wieder crittet und wir ein weiteres Pokémon verlieren, dann ist es vorbei. Dann ist es einfach vorbei. Ein weiterer Kreischer. Okay. Cubey ist definitiv zu kostbar. Wechseln zurück zu Tapper Sandage. Das wird jetzt so
nach diesem Kampf werde ich definitiv die Folge beenden. Egal, ob wir jetzt weiter unten noch einen Gegner haben oder nicht. Hyperzahn, nice, wir connecten. Bitte Top Percentage, sei sauer. Flinch. Sauer zurecht. Cut. Getroffen. Gone. Gone. Meine Pokémon sind mit mir. Wir connecten. Und Jackson ist besiegt. Ja, in der nächsten Folge werden wir diesen Biker weiter rechts annehmen. Ich fahre sogar hier runter. Na, das ist zu weit unten. Ach komm, was soll der Geiz? Verpiss dich, Kind. I'm pushed. Der hat vergessen, sich zu trimmen. Anscheinend. Der Typ, aber der hat oben eine Glatze, ne? Coughing. Ich hasse Gifttypen. Ein Glück, dass kein Koga hier dran ist und wir den Gift-Arena-Leiter schon fertig haben. Sonst wäre es jetzt vorbei. Bei mir wäre es einfach vorbei. Ja, wir wechseln zu Bahnpirat. Definitiv. Tackle sollte uns keinen Schaden machen und ein Donner sollte hier genug sein, um dieses Smogon auszunocken. Gone. Ich werde auch einmal testen, ob ein Funkensprung ausreicht, um ein Smogon auszunocken. Sonst, okay, hier definitiv ein Donner. Nein. Smog, er verfehlt aber auch, das ist hervorragend. Bitte Donner, connecte. Nice. Also bei einem Weezing ist definitiv Donner vonnöten, um es auszunocken. Da werde ich gar keinen Funkensprung ausprobieren. Allerdings bei den normalen Smogons ist, könnte es definitiv der Fall sein, dass man sie ausnocken kann mit einem Funkensprung. Da wir eben speziell sind, Smogon hat eine bessere physische Defensive, da ist es auch genug. Nice. Sind sogar Level 31. Und ja, wie gesagt, wenn ein Weezing kommt, wenn ein... noch ein Koffing, da sind wir uns jetzt noch sicherer, weil wir eben Level 31 sind. Das wird definitiv genug sein. Kriegen sogar einen Crit. Ja, der Bahnpirat ist auch sauer, ne? Also kann man auch verstehen. Elektroball ist einfach wütend wie noch was. Weezing... Ich glaube, da ist sogar in diesem Fall ein Funkensprung besser. Wir sind Level 31 und wir wollen nicht unbedingt einen Donner verfehlen. Und egal, ob wir jetzt einen Accuracy Drop kriegen, er wird einfach connecten oder auch nicht. Sludge. Komm schon, connecte. Nice, er connected und dieses Smogmog ist gone. Ja, wir haben William auch besiegt und... Wir werden die Folge beenden. Jetzt fahren jetzt noch am Schluss hier ganz runter. Springen die Ebene hinab. Und ja, in der nächsten Folge werden wir durch dieses Tor gehen und... Ich bin entsetzt, ich trauere jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hatte Spaß beim Spielen. Allerdings keinen bei dem... bei dem Slymog. Das war blöd. Einfach nur... Aber gut, Sachen passieren, deswegen ist es eine Nuzlocke. Ich bin ein bisschen angefressen, eigentlich sehr angepisst, muss ich auch dazu sagen. Da unten können wir irgendwann noch ran und surfen gehen. Obwohl ich nicht sehe, dass wir irgendwas machen können. Naja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.